Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Neue Messe, neue Campervans, neue Wohnmobile und ihr seid natürlich wie immer mit dabei. Also kommt mal mit! Der Clever Move von Clevervans ist unser nächstes Fahrzeug, was wir uns hier mal anschauen. Kostet im Grundpreis 46.490 Euro und mit dem Paket, was er drin hat, 48.719 Euro. Beziehungsweise mit dem Camper Paket 1 und Camper Paket 2, das ist die Sattanlage und Markise, Fahrradträger, Gaspfanne etc. pp. Kostet der hier auf der Messe 53.366. Ja, wenn man reinkommt, hat man auch gleich wunderbar wieder einen Dometic-Kühlschrank, wieder von beiden Seiten zu öffnen. Hier auch die Trittstufe bzw. der Schalter fürs Licht. Ja, auch wieder mit Fliegenschutzgitter. Ja, und die Länge ist 6 Meter. Das heißt 5,99 und schauen wir uns mal an. Also die Net ist wieder normal groß für ein 6 Meter Fahrzeug, reicht aber absolut aus. Hier unten hat man auch nochmal die Ausströmer für die Heizung. Ja, schöne Polster. Oh, wenn man jetzt unter dem Tisch guckt, dann hat man hier auf dem Fach. Da ist nämlich die Elektronik drin, kann man also relativ einfach rankommen. Ja, Tisch ist wieder aufklappbar, also wunderschön gestaltet. Hier hat man ein richtig großes Fach über einen Fahrer- und Beifahrersitz. Und man hat auch ja, schöne Fächer mit dem Push-System, das gefällt mir aber besonders gut. Ja, dann braucht man nicht dran ziehen. Hier oben hat man mal die Thomas-Steuerung bzw. die Elektroniksteuerung. Über der Küche auch zwei große Fächer, vor allem noch langere Fächer, da kann man auch viel rein tun. Ja, wieder zwei Kochfelder mit PR-Zündung. Ein relativ kleines Spülbecken, aber ausreichend. Ja, und was hier richtig schön ist, ist halt einfach wirklich hier hinten, dass man da kochen kann, alles schnippeln kann und dann kann man es hier direkt kochen. Ne? Genau. Das ist richtig schön. Also hier hat man mal eine schöne Fläche auch, ne? Ja. Wo man da arbeiten kann. Da kann man auch Gewürze rein tun, Gewürzregal. Ja, hier hat man nochmal ein Besteckkastenfach. Ja. Und unten drunter hat man auch nochmal Fach für Töpfe etc. pp. Und hier nehme ich mal aus der Kleiderschrank drin. Jawohl. Da ist auch die Stange da oben. Also da kann man seine Klamotten aufhängen. Ja, eine Lamellentour im Badezimmer. Bedeutet, man hat auch gar keinen Duschvorhang. Das heißt, man wischt es ab. Und ja, das Holz ist auch so gestaltet, dass man es einfach abwischen kann. Hat noch zwei schöne Fächer oben drüber. Ein kleines Fenster. Ja, Set for Toilette. Und ein normal großes Waschbecken, ne, mit so mit Ablagefächer. Ne? Genau, hier oben kann man die Dusche aufhängen. Ja, und einen großen Spiegel. Wunderbar, alles was man braucht. Das Bett. Das Bett ist normal groß, ja, Querschläfer in dem Fall. Und ja, die jeweiligen Lattenroste kann man auch wieder hochklappen, sodass man richtig viel Platz hat. Sodass man letztendlich Fahrräder oder Motorrad etc. pp. Auch reinpacken kann. Hier oben die Fächer, auch wieder das Push-System, absolut ausreichend. Ja, und ein Heki-Dach. Dann direkt über dem Bett. Hier gibt es keine Fenster links und rechts. Also wer darauf steht, der müsste sich das zusätzlich einbauen lassen. Ist ja jederzeit möglich. Wäre dann aber im Aufpreis nur enthalten. Hinten hat man dafür in der Tür jeweils die zwei Fenster. Auch wieder wie jedes Fenster. Ihr kennt es ja bereits mit Lamellen, Verdunklung und beziehungsweise dann auch Fliegenschutz. Genau. Fliegenschutz und unten wäre dann die Verdunklung.
Ja, schauen wir uns das Fahrzeug mal von hinten an. Hier auf Citroën-Jumper-Basis. Ja, große Garage. Wenn man es hochklappt, kann man richtig viel reinpacken. Schau mal, wie breit das ist auch. Also, wer auf große Garage steht oder viel Platz da braucht, der ist hier genau richtig. Ja, hier hat man mal das Fach für die beiden Gasflaschen. Ja, da hinten hat man noch ein Fach. Insgesamt ein sehr großes Fahrzeug. Ich finde es auch schön, wenn du einen Hund hast. Ne? Kann man auch schön machen, weil da vorne kann man ja das dann auch abmachen. Genau. Hm. Ja. Ja. Ein schönes Fahrzeug hier an der Seite. Das ist die Truma-Heizung bzw. unten die Kassette. Ja, Außensteckdose und sogar ein Wagenfarbe lackierter Einstieg. Ja, das war der Citroën Move Modelljahr 2022. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch keine weiteren Kurztrips bzw. Reisemobile. Ja, und schreibt uns gerne in Kommentare rein, was ihr gerne für ein Reisemobil fahrt oder beziehungsweise habt oder wofür ihr euch gerne noch interessiert. Genau, dann können wir beim nächsten Mal vielleicht einfach euers auch mal abfüllen, was euch interessiert. Genau. Bis dann. Macht's gut, bis dann. Ciao.